Beim Anflug auf den Landeplatz der Yachthafenresidenz Rostock-Hohe Düne ist es am Freitagabend zum Absturz eines Hubschraubers gekommen. Nach ersten Erkenntnissen streifte gegen 17.30 Uhr der Helikopter mit einem der Rotorblätter einen Laternenmast und geriet daraufhin ins Trudeln. Der Hubschrauber war danach für den Piloten nicht mehr zu steuern und stürzte auf den Landeplatz. Der Pilot und zwei Fluggäste wurden trotz der schweren Zerstörung nur leicht verletzt. Der am Landeplatz stehende Hafenmeister wurde von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen und ebenfalls verletzt. Der Hubschrauber zerbrach in zwei Teile. Feuerwehr und Rettungsdienste eilten mit einem Großaufgebot an den Unglücksort. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen aus Braunschweig nahm sofort die Ermittlungen auf. Der Pilot, ein Mit-50er, galt nach ersten Erkenntnissen als erfahren. Warum es dennoch zu dem Absturz kam, müssen nun die Ermittlungen zeigen.